السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں میں نے سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے حوالے سے وضاحت کی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے, بہت عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی, جن سے ہمیں قرآن کریم کے In der letzten Khutba habe ich mit Bezug auf das Ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in aus Surah Al-Fatiha die Erläuterung von Hazrat Masih Maud vorgestellt. Es ist eine sehr große Gnade Allahs, dass er uns dazu befähigt hat, den Imam der Zeit zu akzeptieren. Und dadurch haben wir die Bedeutungen vom Heiligen Koran kennengelernt. Ich habe viele Briefe nach der Khutba erhalten, dass wir die wirkliche, wahre Bedeutung von Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in verstanden haben. Und seitdem ist das Verrichten des Gebetes ein völlig anderes Verrichten geworden. Einige arabische Ahmadis haben geschrieben, dass wir das Buch Karamat al-Sadiqin schon gelesen hatten, aber als wir das in Khutba gehört haben, hatten wir das Gefühl, dass wir das nicht bisher verstanden hatten. Also sagt, sicherlich ist, was Hazrat Masih Maud gesagt hat, so, dass man es immer wieder hören muss, lesen muss. Und jedes Mal, wenn man es liest, werden andere und neue Aspekte offenbar. Und da im Ramadan sowieso die Aufmerksamkeit den Gebeten gilt, Dua gilt, deshalb hört man sich das sehr gerne. Und diese Erläuterungen von Hazrat Masih Maud werden auch in der heutigen Khutba sich fortsetzen. Hazrat Masih Maud hat gesagt, dass in Iyyaka na'budu
darauf hinweist, dass man Gott allein anbeten soll und in Iyyaka Nasta'in bittet der Mensch darum, dass er Standhaftigkeit und die Kraft und die Fähigkeit dazu bekommt, die Gebete zu verrichten, denn auch die Kraft dazu und die Standhaftigkeit, die dafür nötig ist, auch die kommen von Gott. Wenn der Mensch sich darum bemüht, die Gebete zu verrichten, aber die Unterstützung Gottes nicht vorhanden ist, so besteht die Gefahr, dass nach einigen wenigen Tagen diese Gebete dann wieder niederfallen. Und einige Leute schreiben mir, dass im Ramadan eine Atmosphäre vorhanden war und wir haben den Gebeten sehr große Aufmerksamkeit geschenkt und daraus Nutzen gezogen, aber nach dem Ramadan ist dies alles wieder vergangen und wir beten zwar immer noch, aber diese Atmosphäre und diese Emotionen, die damit verbunden waren, sind nicht mehr da. Und deshalb ist es wichtig, dass man dieses Gebet, das Gott uns selbst gelehrt hat, auch betet, damit der Mensch dazu befähigt wird, mit Gottes Unterstützung seine Gebete zu verrichten. Dann sagt der Masih Islam, dass um Abd zu sein, also Diener Gottes zu sein, was ist dann zusätzlich notwendig? Und ich hatte in diesem Zusammenhang ein Zitat Ihnen vorgelegt und dieses Wichtige ist, wie Herr Masih Islam dies erklärt hat, dass ein gläubiger Mensch auch wissen muss, dass was für eine Art Kraft und Unterstützung er braucht und wie er sie bekommt. Worauf soll er standhaft bleiben? Und wenn der Mensch dies nicht weiß und nicht den Weg kennt, wie er der Diener Gottes werden kann, so kann man Verschiedenes versuchen, aber es wird nicht den Erfolg bringen, weil er nicht wissen würde, was für ein Diener Gottes er sein möchte, welche Sachen soll er, um welche Sachen soll er Gott bitten, welche Wege soll er beschreiten. Und deshalb hat das Islam erklärt, dass man für Wissenserwerb und der Rechtleitungswillen Ihdina Sirat al-Mustaqim betet. Und deshalb hat Gott uns dieses Gebet gelehrt, damit Gott in den Gebeten eines Menschen Segnungen setzt und er von Gott dazu befähigt wird, immer auf den Wegen der Rechtleitung zu bleiben. Dieses Gebet, Ihdina Sirat al-Mustaqim, ist also notwendig, jene Kraft und jene Fähigkeit, jene Befähigung zu erlangen, die notwendig ist, damit man der Diener Gottes sein kann. Und die höheren Niveaus der Gebete erreichen kann. Also zusammengefasst ist das so, dass wenn man mit absoluter und äußerster Kraft und Standhaftigkeit und Verbundenheit nicht erlangt hat, soll ein gläubiger Mensch sich nicht ruhen. Und man sollte nicht denken, dass der Mensch Rechtleitung erhalten hat und sein Ziel erreicht hat oder
dass man die höheren Niveaus der Liebe Gottes erreicht hat, seine Zuneigung erreicht hat. Jene Niveaus, die das Ziel eines Gläubigen sein sollten. Wenn diese Sichtweise vorhanden ist in einem Gläubigen, dass er sich nicht ruhen soll, sondern die Wege fortwährend beschreiten soll, nur dann erzielt er Fortschritte. Dann möchte man in den Moscheen sein. Dann sorgt man sich um seine Gebete. Dann fastet man, so es sein soll. Und dann bleibt auch die Neigung zum Gebet auch nach dem Ramadan. Und wie ich in der letzten Khutbah erklärt habe, man soll im Herzen ein Feuer haben und dieses Feuer wird dann einem verliehen. Verschiedene Aspekte hatte ich also mit Bezug auf Masih Islam Ihnen vorgelegt. Heute möchte ich andere Bedeutungen von Ihdina Siratal Mustaqim mit Bezug auf Tafsir von Masih Islam Ihnen vorlegen. Und dies wird zeigen, dass dieses Gebet Ihdina Siratal Mustaqim ein sehr universelles und sehr umfassendes, umfangreiches Gebet ist und alle unsere Angelegenheiten regelt und umfasst. In dem ersten Zitat sagt Bescheid Islam, wer die Rechtleitung bekommt. Und diese sind es, die dann versuchen, auf dem Wege zu bleiben der Rechtleitung. Hazrat Masih Islam sagt, und das ist auch aus Karamatus Sadiqin, das Buch von Hazrat Masih Islam, die Übersetzung ist, in dieser Sura, also Sura Fatiha, hat Allah Ta'ala den Muslimen gelehrt, oh meine Diener, ihr habt die Juden und die Christen betrachtet, ihr sollt nicht so handeln, wie sie gehandelt haben, sondern ihr sollt Dua und Standhaftigkeit zu eigen machen. Und vergisst nicht die Fehler, die sie begangen haben, sonst werdet ihr auch die Strafe Gottes auf euch laden. Und seid auch nicht wie die Christen und geht nicht irre. Und dann hat Gott betont, dass die Rechtleitung, Standhaftigkeit auf Rechtleitung auf dem mächtigen Wege ist nicht möglich, solange man nicht immer während Dua macht und Gott um Unterstützung und Hilfe bittet. Außerdem weist dies darauf hin, dass die Rechtleitung etwas ist, was nur von Gott allein kommt. Und solange Gott den Menschen nicht recht leitet und ihn zu den Rechtgeleiteten zählt, kann der Mensch die Rechtleitung nicht erlangen. Dann bedeutet dies auch und zeigt, dass Rechtleitung niemals zu Ende ist. Und derjenige, der aufhört, Dua zu machen, er verliert seinen Leiter, um die Höhen der Rechtleitung zu erklimmen. Und nur jene, die deshalb ist es notwendig, dass der Mensch so ist, dass er standhaft Dua macht und von Gott Standhaftigkeit und Rechtleitung bittet. Also sagt, das ist also notwendig, dass man Dua und Standhaftigkeit aneignen soll. Man sollte niemals nachlässig sein beim Bitten
um Rechtleitung. Und außer, dass man sich Gott darum bittet und darum weint, kann man dies nicht erlangen. Wenn man Dua nicht macht, dann wird man auch die Rechtleitung verlieren. Denn die Rechtleitung kann man nicht aus eigener Kraft erlangen, sondern das ist etwas, was von Gott kommt. Und dann muss man auch beachten, dass die Rechtleitung niemals zu Ende ist, dass man denkt, oh, ich habe jetzt die Rechtleitung erhalten und jetzt brauche ich nicht mehr weiter zu gehen. Man kann niemals sagen, dass man vollständige Rechtleitung erhalten hat. Also, wenn es kein Ende gibt, so sollte man Leiter des Duas immer nutzen. Und das ist etwas, was die Gläubigen immer vor Augen halten sollen, dass vorübergehende Gebete nicht zur Rechtleitung führen, sondern die eigentliche wahre Rechtleitung wird denen zuteil, deren Herzen und deren Zungen immer mit der Erinnerung Allahs beschäftigt sind. Also heutzutage, wo man im Ramadan sich der Erinnerung Gottes mehr Aufmerksamkeit schenkt, so sollen wir uns darum bemühen, dass dies immer mit uns bleibt, damit wir immer die Rechtleitung genießen und dabei uns immer weiter verbessern. Dann sagt der Masih, Sirat bedeutet auf Arabisch Weg, der gerade Weg. Das heißt, dass dieser Weg keinerlei Krümmung oder solche oder sonstige Abweichungen enthält, nicht, dass man denkt und nicht mehr weiß, ob er rechts oder links gehen soll, sondern er soll auch keine Abzweigungen aufweisen, direkt zum Ziel führen und allein dorthin führen. Und solch ein Weg wird Sirat genannt. Und dort, wo man biegen muss, soll er den Wanderer darauf hinweisen. Also, Muslim Islam sagt, manche deuten dies auf, als Vernichtung auf. Das heißt, dass man alle seine Emotionen, seine Wünsche und sein Verlangen vernichtet und Gottes Wünsche, seine Absichten auf die eigenen Wünsche und Absichten vorzieht, den eigenen Ansichten vorzieht. Und nur jene, die Gott Vorzug geben, werden die Rechtleitung erhalten. Und so wie Gott einen großen Namen hat, nämlich Allah, so hat auch der Mensch einen großen Namen, einen Schlüssel, mit dem alles öffnen lässt. Und dieser Schlüssel ist Standhaftigkeit. Also sagt, wenn man Ihdina Sirat al-Mustaqim sagt, so soll man die Gebote Gottes vor Augen halten. Man soll wissen, was Gott geboten hat, was man verboten hat. Man muss auch sehen, was der Heilige Koran uns gelehrt hat, welche Pflichten man gegenüber Gott hat und welche Pflichten man gegenüber den Mitmenschen hat. Denn auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen führen einen Menschen zum Gott. Und wenn man dies alles beachtet, dann ist diese Stimme, Ihdina Sirat al-Mustaqim,
in Wahrheit die Stimme aus dem Herzen. Und dann allein wird man sich in Wahrheit sich darum bemühen, die Rechtleitung zu erlangen. Und nur dann wird man auch die Rechtleitung von Gott erhalten und die Akzeptanz seiner Gebete erleben. Wenn der Mensch Standhaftigkeit zeigt und sich vor Gott immer weiter verneigt und nur Gott um Beistand und Hilfe bittet, damit er auf dem rechten Wege bleibt, nur dann bleibt er auf dem rechten Weg. Hazrat Masih sagt hierzu, die Art des Duas ist, dass diese beiden Schlüssel vorhanden sind. Zum einen, dass der Mensch zu Gott hin bewegt und sich sonst niemandem Aufmerksamkeit schenkt. Wenn dies die Situation ist, dann erlebt man Uduni istajib lakum. Wenn der Gott sagt, unser Herr ist Allah, Rabbun Allah, und dann Standhaftigkeit zeigt, dann bekommt er die Fähigkeit, jene Dua zu machen, die akzeptiert werden und deren Akzeptanz der Mensch dann auch sieht. Also Standhaftigkeit ist die Bedingung und dass man Gott als die Quelle aller Kraft betrachtet. Dann sagt das Messias Islam weiter, und dass egal wie weit jemand fortgeschritten, welche Höhe spirituelle Ränge er innehat, er braucht Dua. Also Islam sagt, Ede Nasirat al-Mustaqim ist das Gebet, das den Menschen auf dem richtigen Wege hält und von jeglichen Abweichungen bewahrt und zu Gärten führt, die Früchte tragen. Und wer auf diesem Wege weint und Gott um Unterstützung bittet, der erhält diese Unterstützung. Die Propheten haben Dua zu eigen gemacht und haben bis zuletzt nicht aufgehört, Dua zu machen, denn Rechtleitung ist niemals zu Ende. Es ist etwas Unendliches. Und der menschliche Verstand und das Wissen können nicht die Höhen der Rechtleitung sehen. Deshalb haben die Propheten darum gebeten, unter den Eigenschaften dieses Dua ist, dass dieses Dua alle spirituellen Ränge umfasst. Es ist ein unendliches Dua, das keinerlei Grenzen kennt, und es gibt auch keinerlei Grenzen der Rechtleitung. Und deshalb sind jene gesegnet, die mit gebrochenem Herzen dieses Gebet beten. Und darauf standhaft bleiben. Und dabei standhaft bleiben. Dieses Dua ist ein Dua, das alle Arten von Frieden und Standhaftigkeit und Rechtleitung in sich enthält. Und es gibt viele frohe Botschaften für die Diener seitens des Herrn der Welten. Also sagt Hazrat Masih Maud Islam hat also gesagt, und das ist eine Zusammenfassung von was Hazrat Masih Islam gesagt hat, Azur hat erläutert, warum ist dieses Dua notwendig? Deshalb, weil der Mensch immer irre gehen kann, der Satan
ist immer da, wenn man vom Herzen Ehdin Asrat al-Mustaqim betet, dann bewahrt dieses Dua den Menschen vor den Angriffen des Satans. Heutzutage, wo die Welt von der Religion immer weiter weggeht, ist dieses Dua ein sehr wichtiges Dua, das den Menschen auf dem rechten Wege halten kann. Unter der Bedingung, wie ich vorhin gesagt habe, dass man standhaft Gott darum bittet. Wenn irgendein Mensch, zu welcher Religion er auch immer gehört, wenn er mit reinem Herzen Gott um Rechtleitung bittet, so wird Gott ihn zu der richtigen Religion hin leiten. Selbst irreligiöse Menschen, die an keine Religion glauben, können Leitung erhalten, falls und unter der Bedingung, dass ihre Absichten rein sind. Also Messias Islam hat auch gesagt, dass die Propheten die Liebe Gottes durch dieses Dua erhalten haben. Also das zeigt, dass was für einen hohen Rang auch man immer inne hat, dieses Dua führt dazu, dass er weiter Fortschritte erzielt und zunimmt. Und niemand sollte dieses Dua missachten oder als gering schätzen. Jeder Mensch, der eine Beziehung mit Gott hat, er hat ein bestimmtes Rang und ein bestimmtes Niveau an Rechtleitung inne. Aber diese Rechtleitung hat keinerlei Ende und deshalb sollen die Menschen sich immer weiter bemühen, in der Rechtleitung und der Liebe Gottes zuzunehmen. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat Gott uns dieses Dua gelehrt, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Dann sagt der Islam, dass auch Tauhid, die Einheit Gottes, durch dieses Dua Vollendung findet. Dass der Mensch, um Gott zu erreichen, darum, dass er Gott erreicht, zu Gott selbst geht. Denn nur Gott allein kann zu sich recht leiten und den Menschen zu sich führen und nicht andere. Deshalb ist dieses Gebet für alle jene wichtig und notwendig, die Gott erreichen wollen und die Wahrheit suchen und höhere Ränge und Niveaus erreichen möchten. Also Messias Islam hat gesagt, dass der wahrhaftige Gläubige ist derjenige, der mit Standhaftigkeit und mit Herzensschmerz dieses Dua bittet. Wenn dieses Dua also für alle Menschen notwendig ist, dann ist die Wichtigkeit dieses Dua offenbar. Und dies erläuternd sagt Hazrat Masih Islam, die siebte Wahrheit, die in Surah Fatiha vorhanden ist, ist Ihdina Sirat al-Mustaqim. Und dies bedeutet, zeige uns jenen Weg und gebe uns Standhaftigkeit, verleihe uns Standhaftigkeit in diesem Wege, der gerade Weg ist. Und das bedeutet, dass der Mensch Gott darum bittet, dass er den rechten und geraden Weg zu Gott erhält. Und Gott hat für das Erreichen aller Ziele das Prinzip gesetzt, dass man die entsprechenden Wege wählen muss, um ein Ziel zu erreichen und die entsprechenden Mittel anwenden soll. Nur dann erreicht man das Ziel, aber es kann nicht sein, dass man diese Wege nicht beschreitet und diese Mittel nicht benutzt
und dennoch das Ziel erreicht. Es ist von Anfang an immer so gewesen, dass für jedes Ziel ein Weg vorgeschrieben ist, vorhanden ist, und solange der Mensch diesen Weg nicht beschreitet, erreicht er das Ziel auch nicht. Und dieser Weg, den man beschreiten soll, den erhält man durch Standhaftigkeit und Dua und durch Weinen. Wenn der Mensch Gott sucht und Gott erreichen möchte, dann sagt die Weisheit Gottes zu ihm, dass er diesen geraden Weg suchen soll. Und dieser Weg wird Sirat-e-Mustaqim genannt. Dann sagt Hazrat Islam weiter und erläutert, welche Art von geraden Weg ein gläubiger Mensch sich wünschen soll. Sagt Hazrat Islam, Sirat-e-Mustaqim bedeutet, dass wenn der Mensch anfängt, seinen Gott zu lieben und seine Seele und sein Herzen vor ihn vorlegt, und dass der Mensch niemandem um etwas bittet außer Gott, nur ihn liebt und nur ihn um Unterstützung bittet und nur ihn um Gnade bittet und der sich selbst reformiert und nur Gott fürchtet und die Liebe Gottes in seinem Blut eingeht und dann Gott seine Liebe in seinem Herzen stärker macht, dann wird der Mensch dazu befähigt, die Wege Gottes zu beschreiten. Er folgt dann Gott allein und sonst niemandem. Also sagt, also Ihdina-s-Sirat-ul-Mustaqim ist ein Dua, durch das der Mensch sowohl spirituelle als auch weltliche Segnungen erhält. Und Hazrat Islam hat erläutert, dass dafür Bemühung notwendig ist und der Mensch seine Nachlässigkeiten verlassen muss. Und nur wenn man diese Nachlässigkeit ablegt und sich im Wege Gottes bemüht, dann wird er Erfolge erzielen und auch in dieser Welt die Segnungen erhalten. Dann sagt der Islam, es gibt drei Sachen, die ein Muslim immer beachten muss. Denn ohne diese kann er die Rechtleitung nicht erlangen. Diese drei Sachen sind es, die zur Rechtleitung führen, was für eine Art Rechtleitung ein Mensch nehmen soll. Das erste ist der Heilige Koran, dass das Buch Gottes ist und wir keine andere Schrift und Aussagen haben, die sicherer sind als der Heilige Koran. Dann zweitens die Sunna. Und Sunna, mit Sunnah meinen wir die Praxis des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Praxis war von Anfang an mit dem Heiligen Koran vorhanden und wird immer mit Heiligen Koran zusammenbleiben. Man kann auch sagen, dass der Heilige Koran das Wort Gottes ist und die Sunnah des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist das Werk des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es ist von Anfang an so gewesen, dass wann auch immer die Propheten Gottes das Wort Gottes mitbringen, so zeigen sie durch ihr eigenes Handeln und erläutern das Wort Gottes. Damit die Menschen das Wort Gottes verstehen können.
Und die Propheten befolgen das Wort Gottes und lassen auch andere das Wort Gottes befolgen. Und drittens Hadith. Und Hadith bedeutet jene Aussagen des Heiligen Propheten sallam und Begebenheiten, die etwa 150 Jahre nach dem Heiligen Propheten sallam gesammelt wurden. Also jene von diesen, die nicht gegen den Heiligen Koran und der Lebenspraxis des Heiligen Propheten sallam verstoßen, die sind die wahren Hadith. Also sagt, das ist eine ausführliche Beschreibung für die Rechtleitung der Gläubigen. Wenn ein Mensch Gott um Rechtleitung bittet, so soll er diese Sachen vor Augen halten und sich darum bemühen, sie anzueignen. Und das ist die Rechtleitung, durch die die Beziehung zu Gott stärker wird. Manche Leute suchen irgendwelche heilige Männer und manchmal erhalte ich auch Beschwerden, dass manche Ahmadis unter dem Einfluss der Nicht-Ahmadis eher nicht auf ihre eigene Duas achten, sondern andere um Duas bitten. Und es gibt auch weitere Beschwerden dieser Hinsicht, dass die Leute nicht auf ihre eigene Handlungsweise achten und andere Menschen um Dua bitten oder sonstige Mittel, die nicht islamisch sind, suchen. Und es ist Gottes Gnade, dass es nur ganz wenige solche Leute gibt. Dann sagt der Islam weiter, im Heiligen Koran ist Islam Standhaftigkeit genannt worden. So wie in diesem Ayat, Ehdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim. Also, zeige uns den Weg der Standhaftigkeit. Behalte uns auf diesem Wege. Und Hazrat Islam hat hier also gesagt, dass Islams Name auch Standhaftigkeit ist mit Bezug auf dieses Ayat. Und dann sagt Hazrat Islam weiter, behalte uns auf dem Wege der Standhaftigkeit, dem Weg derer, die deine Gnaden erhalten haben. Die Standhaftigkeit für einen Zweck versteht man dann und dann, wenn man das Ziel kennt. Und das Ziel für die Menschen ist, dass die Menschen für Gott erschaffen worden sind, um der Anbetung Gottes willen erschaffen worden sind. Und deshalb ist das so, dass die Standhaftigkeit für den Menschen dann erfüllt ist, wenn er für Gott ist und ihn anbetet. Und wenn der Mensch für Gott wird und nur ihn anbetet, dann erhält er die Gnaden Gottes. Ihr seht, dass wenn man ein Fenster aufmacht und die Sonne scheint, dann kommen die Strahlen der Sonne in das Zimmer hinein. Und das Gleiche passiert mit einem Menschen, wenn er sein Herz öffnet und sich vor Gott niederlegt, so erhält er das Licht und die Wärme von Gott und dann erhält er eine Energie von Gott. Und dann wird gesagt, dass dieser Mensch ein reines Leben erhalten hat. Und darauf weist auch dieses Ayat im Heiligen Koran. Wer in dieser Welt blind ist und Gott nicht sehen kann, der wird auch im nächsten Leben blind bleiben und Gott nicht sehen können. Dann sagt Hazrat Masih Islam
weiter Bezug auf Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim verlangt, dass man Iyaka Nabudu berücksichtigt. Und das hat Gott Iyaka Nasta'in vorgezogen. Und das bedeutet, dass man praktisch Gott gegenüber dankbar sein soll. Und dieses, also das praktisches Iyaka Nabudu, Iyaka Nasta'in bedeutet, dass man, bevor man anfängt, Dua zu machen, zu beten, dass man die Mittel dazu ergreift, dass man erstens seine Absichten, seine Handlungsweise reinigt, seine Vorstellungen reinigt, seinen Glauben reinigt, falsche Bidats, falsche Vorstellungen, Verkrustungen, die hinzugekommen sind, dass man sie ablässt, dass man dann sich selbst reformiert, seine Handlungsweise verbessert, dann soll man Ihdina Sirat al-Mustaqim beten. Dann wird Gott dieses Gebet von euch akzeptieren. Und Gott hat hierbei berücksichtigt, dass der Mensch seinen moralischen Zustand und den Zustand seines Glaubens und seiner Handlungsweise vor Augen hält. Oder man kann in anderen Worten sagen, dass der Mensch mit Gottes Gnade und gemäß seinen Anweisungen versucht, mit aller seiner Kraft sich selbst zu verbessern und dann Gott um Rechtleitung bittet. Also sagt, also er macht das, was er hat, und dann bittet Gott um weitere Unterstützung. Das bedeutet nicht, also sagt er im Islam weiter, dass er vorher Dua nicht machen soll, sondern selbst wenn er sich darum bemüht, so soll er auch gleichzeitig dieses Dua machen. Und durch seine Zunge und durch sein Herzen und durch all seine Körperorgane und seine Handlungsweise soll dieses Gebet hervorgehen. Dann ist sein Gebet ein wahres Gebet. Und wenn der Mensch Gott darum bittet, dass der Mensch sich verbessert, und das ist das einzige Dua, das den Menschen zum Ziel hinführt. Also sagt, wenn der Mensch so Dua machen wird, dann wird man auch darüber nachdenken, ich bitte Gott um all diese Sachen. Einerseits wird er sich darum bemühen, sich selbst zu verbessern, dann wird er auch noch beten und durch das Gebet wird er wiederum an seine Handlungsweise erinnert und er wird sich dafür auch schämen. Wie kann er Gott um Rechtleitung bitten, wenn er nicht demgemäß selber handelt? Und das wird zu einer Verbesserung führen. Hazrat Masih Islam sagt weiter, bei allen Gelegenheiten ist es so, dass wenn man Sirat al-Mustaqim nicht erhält, dann kann man das Ziel nicht erreichen. Also sagt, also es umfasst auch die weltlichen Angelegenheiten. Der Mensch braucht bei jeder Angelegenheit Sirat al-Mustaqim, auch wenn er ein Arzt ist oder ein Landwirt oder was auch immer für eine Tätigkeit übt. Er braucht den geraden, den richtigen Weg. Hazrat Islam sagt, wenn der Landwirt weiß, wie man Land bewirtet, dann ist das sein Sirat-e-Mustaqim und nur dann kann er die erhoffte Ernte erzielen.
Also sagt, wenn es einen Arzt gibt und wenn er sein Studium beendet hat und an verschiedenen Stellen Praxiserfahrung gesammelt hat mit anderen Ärzten zusammen, dann erklimmt er die verschiedenen Stufen von Sirat-e-Mustaqim bezüglich seines Berufes. Und Al-Islam sagt, also wenn der Landwirt dies geschafft hat, dann wird er das Ziel erreichen. Und auf die gleiche Art und Weise sollt ihr versuchen, Gott zu erreichen. Und ihr solltet Dua machen: O mein Herr, ich bin ein sündiger Mensch und ich möchte, dass du mich recht leitest. Und alle kleinen und großen Wünsche sollt ihr, ohne dafür zu schämen, vor Gott vorlegen, denn er ist es in Wahrheit, der alles gibt. Der Heiligste, Beste unter euch ist derjenige, der am meisten Dua macht. Also sagt, man braucht für das Erreichen seiner Ziele weder Magie noch Tricks noch die Unterstützung von irgendwelchen Peers und selbsternannten Heiligen, sondern das Notwendige ist, dass man mit reinem Herzen sich vor Gott verneigt und Gott ist es allein, der dem Menschen alles gibt. Dann sagt der Messias Islam, dass während des Gebetes, des rituellen Gebetes, sollte man dieses Gebet, dieses Dua machen, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Und dieses Dua ist die Mutter aller Gebete. Und wenn ihr dieses Dua macht, dann wird Gott euch seine Gnaden erweisen. Dann sagt der Islam weiter: Das Ziel eines Menschen, der Zweck seines Lebens ist, dass er auf dem rechten Wege wandelt. Und dies ist mit den Worten Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim beschrieben worden. O Gott, zeige uns den Weg derer, denen du Gnaden erwiesen hast. Und das ist ein Dua, das man in jedem Gebet und in jedem Rakat betet. Und dies zeigt, wie wichtig dieses Dua ist. Unsere Gemeinde soll wissen, dass dies nicht gering zu achten ist und nur wie ein Papagei dies nachzureden, zu plappern, ist nicht das Ziel, sondern man soll es als ein Ziel auffassen. In diesem Ayat sind vier verschiedene Sachen erwähnt worden. Wenn man diese vier Fähigkeiten erlangt, dann wird er seinen Pflichten gegenüber den Mitmenschen nachkommen. Also sagt, in Sirat al-Lazina an'amta alayhim sind vier Stufen erwähnt worden, nämlich Prophet, Siddiq, Shahid und Saleh. Und es gibt viele Menschen, sagt im Islam, die durch selbst erdachte Duas und Mittel diese Stufen erreichen wollen. Aber ich sage euch in Wahrheit, dass jene Wege, die der Heilige Prophet nicht beschritten hat, sie sollen nicht benutzt werden. Der Weg, den der Heilige Prophet beschritten hat, der ist der kürzeste und der einfachste und richtige Weg. Und diesen Pfad und diesen Weg zu verlassen, ist meiner Meinung nach ein Mittel zur Selbstzerstörung. Und alle Ränge und Stufen, die in Sirat al-Lazina an'amta alayhim beschrieben worden sind, die zu erreichen, ist das Ziel für die Menschen. Und unsere Gemeinde soll insbesondere darauf achten, denn Gott möchte in dieser Zeit
Gott hat in dieser Zeit diese Gemeinde gegründet, damit die Menschen jene Beispiele zeigen, die die Früheren gezeigt haben, damit diese Gemeinde ein Zeuge für die Wahrheit des heiligen Propheten und Gottes ist und seiner Religion ist. Und dies kann man nur dann erreichen, wenn man auf dem Sirat-e-Mustaqim wandelt. Wenn dies notwendig ist, sagt Huzur, wenn dies notwendig ist, so soll man der Religion vorzugehen über alles Weltliche. Dann sagt Huzur weiter, man soll bezüglich Dua beachten, dass drei verschiedene Sachen hierbei zu beachten sind. Erstens, dass man alle Menschen mit einschließt, wenn man Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim betet, dass man dann berücksichtigt, dass Gott alle Menschen recht leitet und allen seine Gnaden erweist. Dann zweitens, alle Muslime in sein Gebet einschließt. Dann drittens, dass man jene berücksichtigt, die mit einem zusammen in der Moschee das Gebet verrichten. Dann sagt der Islam, wenn man mit dieser Absicht betet, dann werden alle Menschen davon umfasst werden. Und das ist, was Gott beabsichtigt hat, denn er hat sich selbst am Anfang dieser Sura Rabbul Alamin, also Herrn der Welten, genannt und dann sich selbst Rahman genannt, der Gnädige, der Barmherzige, und dann sich selbst Rahim genannt. Und das ist etwas, was für die Gläubigen insbesondere Anwendung findet. Und dann Malike Yomiddin genannt. Und dies deutet darauf hin, dass man auch die Anwesenden in der Moschee beachtet. Und zwar in der gleichen Reihenfolge, also die Menschheit insgesamt und dann die Muslime und dann die in der Moschee Anwesenden. Und der Mensch solle Gutes für all diese drei Kategorien wünschen und für sie beten und sie in seine Gebete einschließen. Allah Ta'ala sagt zu uns, dass wir ihn darum bitten sollen, dass er seine Eigenschaften zeigt und uns zu den dankbaren Menschen macht. Denn die früheren Völker sind deshalb irre gegangen, weil sie nicht dankbar waren. Sie haben ihre Zeit vergeudet und sich auf Wegen begeben, die zur Zerstörung geführt haben. Gott hat in seine Worte Ghairil Maghdubi Alayhim darauf hingewiesen und es wird aus dem Kontext deutlich, dass Gott nur über jene erzürnt, denen er vorher Gnaden erwiesen hat. Also sagt, deshalb ist das sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wenn man also glaubt und denkt, dass Gott einem sehr viel Gnaden erwiesen hat, so soll man auch dementsprechend dankbar sein. Dann sagt der Islam weiter, und jene, die Gottes Gnaden erhalten haben und nicht dankbar waren und irregegangen sind, und mit Irregegangenen sind jene gemeint, die zwar die Absicht hatten, den Weg zu beschreiten, aber sie haben nicht die Mittel dazu ergriffen, sondern sie sind ihrem Wunschdenken gefolgt
und haben daher den richtigen Weg verloren und sind irre gegangen. Und ihre Gedanken, und ich wundere mich über ihre Gedanken und ihre Augen und ihre Zungen, dass sie all das als erlaubt und richtig betrachtet haben, was Gott für verboten erklärt hat. Diese Leute sind von den Wahrhaftigen und von dem rechten Wege abgekommen. Also sagt er, dieses Zitat ist auch eine Übersetzung aus dem Arabischen, aus dem gleichen Buch Karamat al-Sadiqin. Möge Allah uns allen dazu befähigen, dass wir mit reinem Herzen vor Gott beten und dass wir nicht zu denen gezählt werden, die, nachdem Gott ihnen Gnaden erwiesen hat, dass sie das. Alhamdulillah. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر